The world of music welcomes the birth of an entirely new instrument. What we are looking for is very much in demand. Our search for this rare creation starts in the world of percussion. It is a mix of elements which produces a sound as strange and mystical as its own form. Why can't we find it in a store? Il n'existe qu'un seul fabricant au monde. Ce n'est pas une grosse entreprise, c'est un petit artisan qui fait ça. Et je crois savoir que pour l'instant, c'est un artiste qui n'est pas trop axé sur les intérêts commerciaux. Donc, il préfère s'en tenir à sa petite production. Et c'est ce qui fait que, du coup, il distille ça au compte-gouttes sur le marché. Et on peut en trouver, mais c'est très difficile à trouver. Even if it is not some legendary mystical thing, finding this particular instrument takes on the dimensions of a quest. There is only one point of sale in each country, even in the USA. From Australia to South Africa, by way of Japan, the sales agents are hand-picked. It's in Toulouse that you will find the one shop in France that carries them. One shop for all the musicians in France. And there is a reason for this. These things are made by hand, and only 80 of them are available each year for all of France. Our quest comes to an end at the World Percussion Shop of Joliba. It's here you will find the Hang. On a eu un bon feeling. On a été très clair avec lui. On lui a expliqué qui on était, comment mettre son instrument aussi en avant et à disposition en France dans une boutique comme la nôtre. Je pense que c'est ce qu'il recherchait aussi un petit peu. Il voulait pas, je pense, que son instrument soit dans un magasin au milieu de plein d'autres, pas forcément mis en valeur. Et il voulait pas aussi que ça soit des gens qui proposent un instrument sans connaître un peu l'historique de cet instrument-là. The most recent delivery was only a week ago, and there are only 4 Hangs left. This too is part of the magic of the Hang. Despite the discretion with which it meets the market and the small number available, there are hundreds of musicians looking for it. Je me promenais à Barcelone, comme dans les rues vers le centre-ville, et puis on entendait donc le Hang au loin. Et on s'approchait avec mes amis, quoi, et on a entendu. Il était en train de jouer donc assis sur un petit tabouret, et donc il jouait avec ses pouces, quoi. Et autour de lui, il y avait une cinquantaine de personnes en train de l'admirer. Et puis voilà, c'était super, quoi. Un super son qui résonnait partout autour de l'église. Et le son qui sortait un peu comme s'il sortait des murs, quoi. Il y avait donc le mur de l'église qui était dos à lui, quoi. Et je pourrais pas décrire l'ambiance, mais elle était en tout cas particulière. Since it arrived in Barcelona in the summer of 2003, the Hang has made its presence felt as a street musician's instrument. Javid Goldschmidt was the first to bring to the capital of Catalonia its melodious and percussive sound.
The first time when I saw the hang was in a festival in Israel, and yeah, the first time I saw a lot of kids that look for the instrument, that try to play, and they don't know what is it. And for me as well, I felt like a child because I didn't know the instrument and I didn't know how to play. So I just went and I asked one guy that played, and I asked, hey, what is it, and can I try to play? And he said, yeah, try to play. And I started to play, and I felt that that's my instrument. And then I came here to Barcelona just to visit a friend that lived here. And I decided, yeah, to go and try once to play on the street. And I played with my way on, you know, like this. And a lot of people came and asked me, a lot of musicians, drummers and piano players and theater and dancers, everyone came to ask me where they can find it, where they can buy it, and if I give classes. Within a few months, the hang had changed Ravid's life. He made the hang his main instrument, and this is now the way he makes his living. His many compositions have drawn the attention of other musicians, and now anyone who strolls through Barcelona is almost certain to cross paths with his music or that of one of his many emulators. There are other ways of meeting the hang, apart from bumping into a busker in the street. Sometimes the instrument is much less bashful. There are not yet many artists who dare to play the hang in concert. The bum cello are not so shy. They're not afraid to improvise and experiment on stage. They transpose the voice of the hang into the electronic sphere. Beaucoup de gens après le concert m'ont dit ouais, c'est quoi le wok là que tu joues. J'ai dit ouais, c'est le hang drum. Il y a des musiciens, il y a des non-musiciens, il y a des gens que ça touche vraiment. C'est mystique pour eux. Il y a des gens, c'est mystique. C'est ce son quoi. C'est assez jouissif et c'est assez excitant de faire un concert de percussion où il y a plein d'instruments de percussion sur scène, où ce sont des instruments que tout le monde connaît, que les gens ont déjà vus dans les orchestres symphoniques comme les timbales, le vibraphone, tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a cet instrument qui est posé au sol, personne ne sait ce que c'est. Alors tu retardes un peu dans les concerts solo que je faisais, j'aimais bien le jouer que après la première moitié du concert pour que les gens aient le temps de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et une fois qu'ils l'ont vu, comment ça sonne quoi. Here, Daniel Ciampolini, well known in the realm of contemporary music, improvises on the hang.
Who would guess that the Han comes from Switzerland? This is where the idea of the Han gradually took shape, not far from these slopes, which give the instrument its name. For in the local dialect, Hung designates a hand and the flanks of a valley. More precisely, it is in Bern, the capital of Switzerland, where regional languages make contact with an international economic center that two independent spirits have conducted their research. Two souls, a man, the very eloquent Felix Rohner, and a woman, the rather more discreet Sabina Scherer. Sie hat ihre Fähigkeiten, ich habe meine. Zusammen gibt es natürlich die Disziplin, die es braucht, und die Öffnung für das Kreative, da braucht es mehr als nur die Energie eines Menschen. Das heißt, rationale Energie, Physik, Wissenschaft im weitesten Sinne muss gelernt werden, verstanden werden, gesprochen werden. Und es braucht die chaotische Komponente der Intuition. Ich habe angefangen mit der Rohform, mit der maschinell hergestellten Rohform, mit der man Steel Pans machte. Und das ist eigentlich dasselbe Blech geblieben wie heute. Das heißt, ich bin eingestiegen. Und aus dieser Rohform, die musste man ja zuerst kennenlernen. Das war ein ganz anderes Prinzip, als von einem Fass aus zu gehen. Das hat dann zu ersten Untersuchungen geführt, akustischer Art, wie stimmt man das überhaupt, wie klingt das, und eigentlich auch die ersten wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den Akustikern, das Verständnis der Akustik und der Physik. Unsere Kunst beruht auf diesem Wissen, wie das Blech reagiert. Wir folgen also den Gesetzen unseres Bleches. Und das ist ein Blech, das wir entwickelt haben, das wir jetzt 10 Jahre bearbeiten. Und diese immense Erfahrung von Milliarden von Schlägen, die kann nicht jemand in Kürze schneller haben. Es ist also ein Beruf, der auf Erfahrung, reine Erfahrung basiert. Und somit kann diese Erfahrung auch nicht übertragen werden.
It all began long before the Hung was born. Felix has been diving into the sounds of metal for 30 years now. He was a young teacher looking for his path. The zeitgeist, as it turns out, was very much in his favor, because in little, isolated Switzerland in the 1970s, there appeared a craze for the music of the Trinidadian steel drum. Steel bands were formed all over the country, lending their unique musical color to the community life of the era. The passion of this experience has been with Felix ever since, and he has retained from it a certain philosophy. Sabina came on board the growing steel band movement in the 1980s. Wir haben viel darüber nachgedacht. Es war nicht so klar, warum gerade hier in der deutschen Schweiz so viele Steelbands gegründet wurden. Also ich habe 1976 das erste Pan gebaut hier und dann eine große Band hat sich sofort, Freunde haben sich da zusammengefunden und viele Leute wollten auch spielen, hatten aber das Geld nicht und wir wussten auch nicht, wo man das kaufen kann. Also musste ich viele Pans bauen und ich habe sie zusammen mit den Menschen gebaut. Ein paar tausend Menschen haben hier ihre Instrumente mit mir zusammen gebaut. Sabina hat dann teilgenommen an solchen Projekten mit Schulen, Leuten aus allen Volksschichten, auch aus allen Klassen der Gesellschaft, wollten spielen. Also es handelte sich in einem gewissen Sinn um einen Virus. Man spricht vom Pan-Virus. Und das ist schwer zu beschreiben, was da im Menschen passiert, wenn er diese Klänge hört. Es waren damals exotische Klänge. Die Exotik war, man liebte exotische Dinge, ja. Es gab das noch. Also vor der Globalisierung eigentlich, vor der großen Öffnung der Welt. Und damit war es ein Traum, vielleicht mit dem Paradies im Zusammenhang, Wohlbefinden. Der Klang regte einfach die Menschen an zum Bewegen, zum Tanzen. This is the Renegades Steel Band of Trinidad. It was thanks to these simple oil drums gathered in the streets that a repressed social class was able to assert its rights. The steel drum, in a place where public drumming and gatherings were prohibited by the authorities for years, was raised to the rank of national symbol. It stands out in the musical universe as one of the only acoustic instruments invented in the 20th century. Seen from Europe, this exotic instrument has rewritten musical dogmas. In the Caribbean, it has established an entire social hierarchy. At the heart of the system is the captain, the leader of the group. The one with the most status is the tuner. His function is indispensable. Since the oil drums go out of tune
with the ceaseless hammering of sticks. His job is to put them back in tune. But beyond this very practical aspect, the central place of the tuner is symbolic, if not divine. It is he who knows how to put the sound back into the drum. In Switzerland, carried along with the steel band wave, Felix quickly discovered in himself the qualities of a tuner, qualities which enabled him to help fellow musicians and to build new steel drums. However, certain musicians in Trinidad look askance at his invention of the Hang. They see it as merely a copy. Es ist ein Symbol auch des Schöpferischen. Und das ist auch ein Teil des Geschenkes von Trinidad. Das Steel Pan ist ein Symbol der Kreativität eines Volkes, das seine Wurzeln verloren hat. Und das war für mich immer so. Dieses Geschenk hat mich herausgefordert, meine schöpferischen Kräfte hier anzubringen und Bleche zu entdecken, Formen, mich frei damit zu beschäftigen und nicht unter Zwängen kultureller Art. Ja, ich habe nie den Verdacht gehabt, dass ich ein Dieb bin, weil ich etwas beitragen konnte und diese Symbolik verstanden habe, dass, was in Trinidad eben die Kreativität eines Volkes bedeutet. All these pans helped point the way to the Hang. It was only in 1993 that Felix and a number of friends founded PanArt. Sabina signed on 2 years later, after the first group of associates had left. Hang House was thus, in fact, once the house of the steel pan, until the day that a jazz musician walked in with a need and a dream. Reto Weber ist ein Musiker, ein Schweizer Musiker, der in der Schweiz, in der Welt herumreist, sich interessiert für Musik anderer Kulturen, mit ihnen zusammenspielt. Und er war eben auch in Indien mit seinem Gattam und hat dort mit drei Gattams gespielt. Drei, Dong, Gong, 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 drei Gattam. Und die Meistermusiker dort, Gattammeister, haben gesagt, was machst du da? Und mit drei Gattam spielen wir nicht. Hä? Und das gab eine, dort hat er gemerkt, aha, ich bin Europäer, was mache ich da nicht? Und in diesem Moment ist er dann auch zurückgekommen und hat in unserer Werkstatt hier gesehen, was wir da tun. Er kam mit einem Steel Pan, er hat Steel Pan auch gespielt und wollte es gestimmt haben. Und dann hat er hier rumgeschaut und hat gesagt, ihr seid ja genial, was ihr da alles macht. Ich staune ja. Seht mal her, was ich mache. Und hat das Gattam hingestellt. Und wir haben es angeschaut, haben es nicht gekannt. Und er hat es gespielt. Gattam. Und hat gesagt, hört mal, könnt ihr nicht für uns, die wir mit Händen spielen, eure Klänge geben, nicht? Ein Instrument machen, ein Gattam machen mit Klängen. Und dann hat der Felix gesagt, hast du eine Stunde Zeit? Und dann haben wir ein Riesending, also das erste Hang war so riesig groß, weiß ich noch, wir haben das noch. Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde des ganzen Projektes. Mit dieser simplen Idee, die ich da hatte, mit so einem Tonkrug. Und der hat dann eigentlich, den Rest hat er dann gemacht, der Felix und die Sabine. Die haben das in Eigenregie weiterentwickelt und daraus ist dann eigentlich das Hang geworden. Aber das ist eigentlich die Grundidee gewesen. Aus zwei Schalen von Steel Pans, von unserer Technologie, die herumlagen, haben wir eine Kugel gemacht, haben sie fixiert hier und er war begeistert. Das war geschehen. Die Kugel war da. Die Klänge waren da, die Hand war am Blech, eine neue Dimension
Und jetzt ging der Weg los, nicht? Also die erste Frage ist, kann man das überhaupt spielen? Hä? Es ist zu groß. Es ist zu fett, haben die Musiker gesagt. Das muss man kleiner machen. Es ist genial, super, der Traum, das Instrument ist genial, aber zu groß. Und dann kam diese Frage des Basses. Funktioniert nicht gut, zu viel Luft. Also haben wir das verkleinert. Auf diese Größe, ja. Es war ein Weg, aber man muss ja selber auch verstehen, wie klingt das, das Spielen oder andere beim Spielen zuhören, was sie damit machen. Es war nicht eigentlich ein Moment, sondern eigentlich eine längere Zeit. Aber es ist natürlich schon eine große Freude, das Hang zu spielen zu können. Quand on crée un instrument comme celui-ci, on peut être que artiste ou malade du cerveau parce qu'on ne peut pas être net pour faire ça. Et ce que je conçois, c'est génial. Tellement complexe dans son invention, dans sa création, quand on le touche, on devient tout de suite grand musicien. Et c'est ça qui a fait ce mélange entre la personne et le hang. Les gens, ils se sentent en confiance. The raw forms are made in a factory. The alloy of which they are made came from much study on the part of the creators. This is the only element in the hang that originates outside of Hang House. Felix and Sabina tap on the metal. They trace the path of the scale. Each little concavity
corresponds to a note. Each hang has 9 notes, or 8 for the ones with the lower tuning. The note in the center, the lowest, sets the tone, as it were. Around it are a circle of notes that are related to it harmonically. It is at this stage of production, right at the start, that the particular tuning must be decided. That is, which model will be made, because the shape and placement of the concavities differs for each tuning. The hang appears in over 50 different tunings. Each one of them has its own atmosphere, its own tonal color. There are pentatonic models, Oriental, African, East European modes, and even a blues tuning. With the help of a wooden tool, a tuning zone is established around the concavities. Ist die Forschung am Blech, die Arbeit am Blech, vielleicht vergleichbar mit den Mönchen, die die Bibel abgeschrieben haben, jeden Tag so. Und so machen wir jeden Tag unsere Arbeit und die Qualität unserer Arbeit nimmt zu, die Konzentration, es wird immer leichter und dann lassen wir sie gehen. Next comes the polishing of the dome. Finally, the tuning, the step which requires the greatest concentration and know-how. While Felix uses a digital readout to make the tuning as precise as possible, most of it is done by ear. Also das ist eigentlich meine Musik. Und das ist nachher eine Form der Freiheit auch. Also ich werde nicht getrieben von Zeit oder Blicken der Menschen oder so. Ja, ich bin konzentriert. Das ist eine Form der Trance, wenn Sie so wollen. Und wir studieren diesen Zustand. Das ist sehr interessant. Also er befreit uns auch unser Gehirn vor Versteifungen. Das heißt, wir gedanklich schweifen wir in Zonen weg, wo wir Dinge sehen, auch die wir nachher nicht mehr wissen. Also es ist ein Zustand, den man kennt man. Das sind spezielle Berufe, die das. Das dürfte etwas mit Kunst zu tun haben. Soon, this little wooden building will be only a place to welcome visitors.
Felix and Sabina are leaving it behind, with all its history, to set themselves up in a new workshop, just a little bit higher on the hillside, where they can get on with their work. Nevertheless, whether it is in the little wooden barrack on the banks of the river, or in the more modern workshop in the middle of the woods, they will go on tirelessly with their daily task, making hangs and tuning them, a technical mastery which ties them to the past and pushes them forward toward the evolution of the hang. Es ist ein Einspannungsprozess. Das heißt, zuerst wird eigentlich die Kugel vorbereitet mit dem großen Hammer und dann jeder einzelne Ton. Und da ist, es gibt einen kleinen Stimmprozess. Man entsteift die ganze Schale auf das Minimum, stimmt dann den ersten Oberton ein, die Oktave, dann den zweiten Oberton und den Grundton. Also diese drei Schwingungsmoden. Die kommen in ein harmonisches Verhältnis und darum klingt dann dieser Ton harmonisch. Der Sand hilft eigentlich zur Orientierung, weil das ist ja alles dreidimensional. Also es ist schwierig zu sehen, wo ist was. Und der Sand bleibt liegen dort, wo er nicht schwingt. Oder er bleibt auch auf der Knotenlinie liegen. Savoir que je sais ce que je sais et savoir que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Une parole de la vie, une bonne philosophie. Verein und ich höre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal da höre ich wirklich dazu. Und ich stehe dazu. Das Hang bedeutet für mich eine neue Welt in der Musik. Ich habe schon immer gesungen, gejodelt. Ich habe die Töne sehr gern, vor allem die vokalen Töne. Und das Hang unterstützt dieses Vokale unglaublich gut. Und es ist ein Partner, den man direkt am Körper tragen kann und mit den Händen bespielen. Und das hat für mich, für das Singen, eine sehr große Bereicherung gegeben. Yo, im Moment ist es noch sehr personell, weil ich denke, jedes Mal, wenn ich mit dem Hang zusammen bin, möchte ich neue Welten erfinden. Und ich brauche im Moment so viel Zeit für mich, ich bin mein eigener Lehrer. Comme on est limité par les notes, c'est à nous d'inventer une technique. Parce qu'il n'y a pas de technique, ça n'a pas été encore étudié. You know, in dancing, when you put a circle around the dancer, sometimes if it's a good dancer, he will know how to use the small space. If not, he won't know what to do. So the hang is something like this in a way. It's like it's a challenge for me to achieve a good music with just 8 notes. Imaginons qu'on joue aléatoirement. On va le tourner, on va le mettre comme ça. Mettons qu'il y a un nord, sud, est, ouest. On va mettre le nord vers le haut, le sud vers le bas. Bon, on aura une carte géographique. Et la mémoire d'où on place les mains donnera un ensemble harmonique ou mélodique qui aura une certaine logique, on va dire. On le tourne d'un quart de tour, en faisant les mêmes choses, ce serait une autre logique complète. At the vanguard of Hang pioneers, Steve Sheehan, an American percussionist living in Europe, with 30 years of diverse collaborations, from Paul Simon to Tuareg musicians, is a musical firebrand. At his place,
Hundreds of instruments bear witness to the richness and cosmopolitanism that unite the growing family of Hang players. So it followed naturally that this lover of sounds found himself seduced by the Hang and its exotic origins. Asiatic gongs, the chimes of clocks, the marriage between traditional percussion and the metallic sound of the steel drum. And for a year now, Steve Sheehan has been using the Hang wherever he can in his compositions. Ça dépasse le sexe, l'âge, la taille, évidemment les couleurs, etc., l'éducation, n'importe qui. Demain, j'offre un Hang à un Indonésien, ce sera un cadeau merveilleux qui va l'étonner. Pareil avec un Algérien ou quelqu'un de Lille ou de Dunkerque. C'est ça qui est merveilleux, on dépasse tout ça. Ça, c'est quand même assez rare. Un piano sera plus difficile, ou une trompette, ou un conga, il y aura déjà une appartenance, il y aura un truc. Parce que là, ça permet soi-même de se dépasser. Donc c'est là aussi où c'est gratifiant. On est encore dans la sphère des bidouilleurs qui cherchent, qui... Bon, on sent que c'est en train de changer en ce moment, si vous voulez. Ça va devenir un peu un instrument un peu moins pour les bidouilleurs et plus... Alors, le risque, ça va être, est-ce que ça risque d'être tellement galvaudé que du coup, on n'osera plus... J'ai une pointe de cette angoisse quelque part, que ça lasse très vite s'il y en a trop. Enfin, c'est un peu... Heureusement, l'instrument a cette force inhérente à lui de cette magie. Soit aussi une fabrication artisanale avec autant de qualité, ça c'est merveilleux. Il va arriver à un moment donné où il va y avoir des choix cruciaux ou des décisions à prendre pour ces merveilleux concepteurs et créateurs de cet instrument qui ne seront pas simples. La magie est importante, c'est important les choses rares. Chez les artisans, c'est ce qui fait d'ailleurs la valeur des choses, que ce soit une peinture ou une chaise, ou quand elles sont rares, ou une belle table, elle est unique. Donc bon, ben là c'est pareil, un instrument... Je pense qu'il a de la valeur dans le sens où il est unique, où il est, enfin, je ne dis pas une pièce unique, évidemment, mais la rareté est quelque chose d'important. Das Instrument Hang ist nicht ein Ding, um einfach über den Ladentisch zu gehen. Es muss in dem Fluss der Geschenke sein. Und darum ist es eine Herausforderung für unsere Distributoren, eine neue Kultur zu entwickeln in dieser Marktgesellschaft. Und wir lassen uns vom Markt nicht erpressen.
Also wir haben ein Unternehmen, das nicht wächst und nicht wachsen will. This spring, Felix and Sabina have invited to Switzerland, from near and far, everyone who has had something to do with the emergence of the Hang. Musicians around. So I speak to musicians. We welcome also the distributors. They will listen to the music and they will think about the distribution we have to invent for the Hang worldwide. A heavy job. And I welcome the Hang makers, Sabine and me. It's a day for us also. We hear the music. So we are now a community, a free one. And thank you for coming. This gathering, which took on the appearance of a festival, had an official purpose: the inauguration of the new workshop and setting a transition in motion. Let's go. The change was symbolized on this occasion by the dedication of the Hangweg, the path of the Hang. Above all, what the discoverers of the Hang were looking for was to bring together the big family which has come into being around the instrument. Bern is where the builders and the musicians meet, an indispensable complement to the worldwide network of distribution. Sind nicht lange Briefe. Die Echos sind kurze Briefe. Und diese sagen nichts anderes als vielen Dank für dieses Instrument. Und ob ich jetzt Felix oder Andreas oder Jules heiße, spielt gar keine Rolle. Und wo ich wohne auch nicht, ob das die Schweiz ist oder Thailand. Es geht hier einfach darum, die Freude zurückzugeben, dass etwas geschehen ist, was man sich erträumt hat, was man sich ersehnt hat, was in einem schon ist. Now Felix tunes in his new workshop. After selling more than 3,000 Hangs in 5 years, the Hang makers have reached their maximum rate of production, and the waiting lists are not getting shorter. This is the result of a simple equation between craftsmanship and quality. The Hang finally comes together on this turntable when the two halves are assembled. Then, the edges are polished to remove all traces of the glue. After covering the instrument with a protective coat of oil, Sabina moves on to the last step, the fine tuning, which is done with a smaller hammer, tapping both inside and outside of the Hang. Thank you.
But the elaboration of the hang is not limited to its daily fabrication. At every moment, there is a continuous reflection on the possibilities of its evolution. Wenn man sieht jetzt diese neuen Modelle, die tiefen Lagen, die machen wir dann noch nicht so lange, also seit diesem Jahr. Die klingen auch schon anders als die höheren. Ich glaube, man kommt schon immer mehr, bringt das zusammen, dass die Resonanz vom Instrument, die Stimmung und die Spannung, wie man das baut, dass das alles zusammenkommt noch mehr. Und vielleicht gibt es noch andere Ideen, was weiß ich, noch ein Loch mehr oder das. Es ist noch nicht fertig und das wird es wahrscheinlich auch nie sein. Here, Sabina and Felix are comparing points of view with Tom Rossing, an American acoustical researcher. The two Swiss partners would like to know if the shape of their instrument might bring new perspectives to the analysis of the propagation of vibrations, hence new perspectives on the formation of sound. For a while now, they have been thinking of getting a kiln in order to control the tempering of the metal, always moving ahead, one more step forward on what they call the path of quality. Go around the ring. Je suis tombé amoureux vraiment de la première seconde et jusqu'à aujourd'hui, je suis fasciné par cet instrument qui est quand même pour moi l'instrument du 21e siècle. Peut-être que c'est l'instrument qu'il fallait pour ce troisième millénaire qui se partagera le plus. Moi, je le pense. Je pense que c'est bien parti pour faire une belle vie. L'intérêt de la percussion, c'est que c'est infini, la percussion. Je crois qu'on est au début de voir naître de nouveaux instruments. Je crois que le 21e siècle va apporter encore énormément de choses à la percussion parce qu'on peut inventer encore des tas d'instruments de percussion qui n'existent pas aujourd'hui. Now, Felix and Sabina are making a new generation of hangs with a deeper and more resonant sound. They are no longer distributing the hang around the world. Now, to find a hang is not so easy. A musician must be very patient and wait for an invitation to visit Bern, where the hang was born.